Heute denken wir über den Frieden nach. Ein großes Thema, ein großer Wunsch, den viele Menschen wohl in sich tragen. Frieden unter allen Menschen, unter allen Lebewesen, mit der gesamten Schöpfung, Frieden mit Gott, Frieden in unseren Familien, Frieden mit uns selbst. Der Wunsch nach Frieden kann im ganz persönlichen anfangen oder ganz groß gedacht werden. Wir denken ihn heute mal groß. Wir haben alles, was in der Welt falsch läuft, eigentlich Tag für Tag vor Augen. Klimawandel, Ausbeutung, Krieg, Armut, Ungerechtigkeit. Wir wollen das nicht ignorieren, aber manchmal erscheint das Eintreten für den Frieden auf unserer Erde aussichtslos. Da kann man noch so sehr nach Frieden rufen, wenn diejenigen, die andere Ziele verfolgen, einfach mehr sind oder lauter rufen. Wir geben trotzdem unser Bestes, ganz klar, aber manchmal tut es besonders gut, Gott an unserer Seite zu haben. Um zu wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und um die Hoffnung nicht zu verlieren. Hoffnung für die Welt, Hoffnung auf Zukunft, Hoffnung auf Frieden. Wir sehen nicht vorbei. Eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Wir sehen nicht vorbei an dem Tod dieser Welt, doch wir haben Hoffnung, die uns aufrecht hält, denn Gottes Sohn hat uns mit Liebe vorgelebt, dass er auf unserer Seite steht. Wir resignieren nicht, können vorwärts sehen, im Vertrauen unseren Weg mit Jesus gehen. Wir setzen seine Liebe gegen Hass und Tod. Wir setzen auf sein Angebot. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht.